Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu einer Karte mit, wie man hört, Magnetverschluss. Hier noch eine versteckte Botschaft und ganz viel Platz zum Schreiben. Ja, und dann zeige ich jetzt einmal, wie ich das Ganze gebastelt habe. Wir benötigen einmal Farbgattung in Brombeermus, 14,8 x 10,5 cm. Dann brauchen wir Designerpapier, 28,3 x 10 cm. Ich habe hier das schöne Papier Zinienzauber genommen. Das ist demnächst in den exklusiv online angeboten. Ich finde es echt total schön. Kannst du mir mal zeigen. Sehr blumig, die eine Seite. Auch hier mit so einem schönen Bordürenpapier. Aber auch gerade die Muster auf den Rückseiten finde ich total klasse. So, wie gesagt, 28,3 x 10 cm und wird auf beiden Seiten gefalzt, auf der langen Seite bei 7 cm. Das heißt, ich lege das jetzt bei 7 cm an, falze das, drehe das einmal auf die andere Seite und falze auch hier bei 7 cm. Bevor ich jetzt den Papierschneider zur Seite lege, falze ich auch schon einmal meinen grundweißen Farbkarton. Der hat 27,6 x 9,5 cm und wird auf der langen Seite mittig bei 13,8 cm gefalzt. So. Den lege ich jetzt zur Seite. Hier knicke ich jetzt einmal die Falzlinie nach. Das müsst ihr an dieser Stelle noch nicht machen, aber ich denke, dann seht ihr den nächsten Schritt ein wenig besser. Dann ich markiere mir hier einmal die Mitte, 5 cm. Und das mache ich auf dieser Seite hier auch. So, ganz dezent Bleistift. Und dann ziehe ich mir eine Falzlinie, nämlich von diesem Knick hier zu der Markierung und auch einmal von hier unten darüber. Das kann ich natürlich auch mit dem Papierschneider machen, aber ich finde das manchmal einfach mit der Stempel- und Perforiermatte und meinem Falzstift einfacher und präziser gemacht. Auf der Seite auch. Bei Designerpapier nicht zu feste drücken. Das ist ja ein Eckchen dünner als Farbkarton. Und sonst kann man das auch mal schnell so fest falzen, dass das reißt. So, dann werden die Falzlinien hier nachgeknickt. Hier zur Ecke hin ein bisschen vorsichtig sein, dass da auch nichts einreißt. Aber wenn man gut vorgefalzt hat, ist das an sich kein Problem. Hier muss man halt wirklich gut arbeiten, dass man bis zu dieser Falzlinie das knickt, nicht darüber hinaus, sonst kriegen wir das nachher nicht mehr hier so rumgelegt. So, hier kann man jetzt einmal gucken, vielleicht wie rum einem das besser gefällt. Ich glaube, ich lege das gleich so rum. Dann kommt hier ein Magnet hin. Den sollten wir jetzt direkt machen, damit man das nicht vergisst. Denn ich möchte nachher, dass man die Magnete nicht sieht. Und deshalb ist der hier drin versteckt. Da ist jetzt auch wichtig, den so weit wie möglich hier in diese Ecke, in die Spitze reinzusetzen. Weil umso weiter kommt er auch hier bei dem Gegenstück drunter. Wenn der nämlich, ich sag mal, wenn man den jetzt hier klebt und man hat das hier so an der Kante, dann kann es sein, dass sich der Farbkarton so ein bisschen aufbiegt, weil das nicht richtig durch den Abstand vom Magnet platt geklebt werden kann, sozusagen. Also ich nehme jetzt hier meinen Magnet, ziehe hier die Schutzfolie ab, so sie denn möchte. Da haben wir sie. Ja, klebe mir den jetzt hier in die Ecke. Natürlich mit Abstand zu den Falzlinien. So, den anderen mache ich jetzt einfach auf die andere Seite, dann geht er mir jetzt nämlich nicht verloren. Und dann kann ich jetzt nämlich hier die Ecken rüberkleben. Ich fange immer mit den unteren an, also erst die unteren hier hochkleben, die oberen drüber. Darauf achten, dass man das auf beiden Seiten natürlich gleich macht, sonst sieht das irgendwie nicht so schön aus, wenn man jetzt eine Seite so und eine Seite so macht.
Der hängt hier jetzt nur, der ist nicht festgeklebt oder irgendwas. Das Ganze kann ich jetzt hier schon auf meine Grundkarte kleben. So, dann habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Mit dem Stempelset Hexagone von Herzen und meinem Stempelkissen in Brombeermousse habe ich einmal diesen schönen Text auf grundweißem Farbkarton gestempelt. Und mit der kleinsten von diesen Formen von etwas Besonderes ausgestanzt. Die nächstgrößere Form, das habe ich zweimal aus Brombeermousse Farbkarton ausgestanzt. Das klebe ich dann jetzt hier einmal drauf. Und das kommt dann hier drüber. Jetzt lege ich mir den einmal zur Seite, weil er mich jetzt sonst ein bisschen stört. Damit ich hier einmal gucken kann. Wann ich das oder dass ich das möglichst mittig lege. Ich denke, so schaut das ganz gut aus. So. Dann mache ich jetzt hier ein bisschen Tombow drauf. Liebe Kamera, stell scharf. So, und setze das hier drauf. Sind. Bevor ich jetzt das Gegenstück hier hinklebe, wird der Magnet befestigt. Jetzt sieht man ja, der zieht sich so rum ran, so rum stößt er sich ab. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss hier jetzt einmal ein bisschen tricksen. Nehme mir also hier was von dem starkhaften doppelseitigen Klebeband und mache mir das hier drauf. Ziehe die Schutzfolie ab, das hier richtig gut runterhalten und das drüberlegen und zack, klebt mein Magnet da. Die Schutzfolie mache ich jetzt hier trotzdem ab. Das wird nur unnötig dick das Ganze aufbauen, auch wenn die Magnete sehr dünn sind. Und jetzt sieht man, dass der richtig schön mittig, nicht mittig, aber weit im Farbkarton drin sitzt. Das heißt, ich kann das hier problemlos drüber kleben. Wenn man nämlich zu nah am Rand ist, dann kann das hier wirklich so hoch stehen, wie ich gerade schon mal erklärt hatte. Ja, und dann hier gut Klebe drauf und das hier drüber setzen. Ein bisschen Klebe am Finger. Machen wir eben weg. Und die Magnete sind halt wirklich so stark, obwohl sie so dünn sind, dass das auch durch die ganzen Schichten problemlos hält. So, jetzt haben wir hier noch unseren grundweißen Farbkarton. Den knicke ich jetzt auch einmal nach. Und da wollte ich noch was draufstempeln. Ich hatte mir das natürlich einmal hier bei meinem Prototypen hingelegt und geguckt, wo stempel ich hin, dass das schön hinter dem Label und dem Designerpapier verschwindet. Dann müsst ihr einfach mal gucken, je nachdem, wie groß und breit euer Text ist. Ich habe das Stempelset Bezaubernde Botschaften genommen und daraus den Stempel Du bist einfach sensationell. Wie man sieht, hier hatte ich das mit dem Stemperatus so lange ab
abgestempelt, bis das schön mittig war und gerade. Das heißt, ich brauche jetzt hier nur noch meine Stempelfarbe drauf machen. Und das hier einmal abstempeln. So, dann kommt hier jetzt einmal Klebe hinter. Und schwupps, ist das Kärtchen fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback in den Kommentaren. Däumchen hoch, Abo, wie auch immer. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!